Mein Name ist Rudolf Schade von der Firma DiSalvo. DiSalvo heißt Dienstleistung und Service im Bodenbereich. Und wir bieten unter anderem die professionelle Reinigung von Teppichen, Teppichböden, allen Polsterstoffen und allen Hartbelägen an. Also wir reinigen zum Beispiel Teppiche, abgepasste Teppiche wie Nepal, Shaggy, mit ganz speziellen Maschinen und mit ökologischen Reinigern zum Beispiel. Im Teppichbodenbereich arbeiten wir mit Reinigern, wo sie den Boden nachher sofort wieder begehen können. Ganz wichtig für den Hotel- und den Bürobereich. Mein Name ist Monika Schumacher-Zinsack und ich habe eine hauswirtschaftliche Versorgung für ältere und kranke Menschen. Mein 17-köpfiges Team und ich, wir kümmern uns von A wie Arztbesuch und Z wie Zimmerreinigung um alte und kranke Menschen. Zusätzlich machen wir noch Betreuungsleistungen und Wohnungsentrümpelungen. Wir entrümpeln Messi-Wohnungen, säubern die und stellen die wieder her. Also ich heiße Sabine Baumann und bin mit meiner Firma Saro-Betreuung hier und möchte mein Unternehmen vorstellen. Ich betreue Senioren und gebe ihnen Alltagshilfen bzw. verbringe Zeit mit ihnen, das, was sie alleine nicht mehr tun möchten. Dabei helfe ich ihnen, das wieder zu tun. Sei es Kochen, Stricken, Theaterbesuche, Computer, also alle normale Alltagshilfen. Ja, mein Name ist Claudia van Beek-Rübner. Ich bin Vermögensberaterin seit 30 Jahren und Finanzanlagenfachfrau IHK geprüft. Und ich arbeite im Waldzentrum mit meiner Praxis, gemeinsam mit der Generationenberatung. Und heute ist mein Thema Kinderhaften für ihre Eltern. Man kennt das immer alles andersrum, aber heute ist wirklich mal so, dass die Kinder an der Reihe sind, darüber nachzudenken, wie es aussieht, wenn ihre Eltern mal Pflegefall werden, welche Zahlungen dann auf sie zukommen. Das ist nicht jedem bewusst. Und dazu möchte ich gerne heute aufklären und habe auch großen Anteil hier erfahren, dass das ein interessantes Thema für viele Menschen ist. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Nicole Reul, ich bin Leiterin Ausbildung bei den Maltesern, jetzt Moers bis Xanten, bin zuständig für den Bereich Ausbildung und bin heute hier, weil ich die Möglichkeit hatte, etwas über Erste Hilfe für und mit Senioren zu erzählen. Ich bin der Jürgen Fuchs, Vater der gut geratenen Tochter. Ich bin ebenfalls bei der Malteser von Moers bis Xanten. Der Name, den muss ich noch merken, weil es ja erst seit 1. Januar so. Ich vertrete die Abteilung Hausnotruf, sprich die Betreuung von älteren Menschen in ihren vier Wänden. Wir sind heute in Moers auf dem Thementag. Stellen Sie doch mal bitte kurz vor, wer Sie sind und was Sie hier machen. Gerne. Gabriela Wenzel, mein Mann Jesus Dominguez. Wir gehören beide zu der Alegria Immobilien. Wir vertreten die Alegria Immobilien heute an diesem Thementag und wir haben uns insbesondere jetzt das Thema gestellt für heute, das rechtzeitige Planen für den Verkauf der Immobilie, insbesondere was die Frage des Wohnens im Alter auch anbelangt. Und da haben wir uns heute so ein wenig darauf ausgerichtet und haben das hier mal schwerpunktmäßig auch mal angebracht. Mein Name ist Rolf Unterwagner, ich bin Inhaber des Moerser Traditionsunternehmens Sanitätshaus Unterwagner und wir bieten ein breites Spektrum an Hilfsmitteln an. Im Sanitätshaus zum Beispiel Kompressionsstrümpfe und Bandagen. In unserer Abteilung Orthopädietechnik betreiben wir eine orthopädische Werkstatt. Die dritte Abteilung beschäftigt sich mit sogenannten Reha-Hilfsmitteln wie Rollstühlen und Badeliftern und so weiter. Und viertens haben wir auch noch einen Vertrieb von allen Produkten rund um die häusliche Pflege. Heute bin ich hier und freue mich, dass ich heute Morgen Hilfsmittel vorstellen konnte, die sich auf den Alltag und die Pflege beziehen. Mein Name ist Heike Besel, ich habe einen Seniorenservice, das ist eine Vermittlungsagentur für ausländische Betreuungskräfte zur 24-Stunden-Betreuung. Wir betreuen die Senioren zu Hause. Ja, guten Tag, mein Name ist Jena Kluck.
Ich betreibe eine Firma, die sich mit Begleitung der dementen Menschen beschäftigt. Deswegen bin ich auch hier, um die Demenz den Leuten zu erklären. Ja, ich betreue die Menschen in der Häuslichkeit, biete auch Alltagsbegleitung für Senioren ohne Demenz an. Mein Name ist Tanja Zeitschner, Nikolic Immobilien aus Mörs-Asberg. Vermietung, Verpachtung, Verkauf von privaten und gewerblichen Immobilien. Dafür bin ich Spezialistin und ich habe heute einen Vortrag gehalten zum Thema Immobilienmakler. Brauche ich den eigentlich oder kann ich das besser alleine? Und wer da Fragen hat, kann mich gerne anrufen. Ich kann das auch im 1:1 Gespräch erklären.